Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 20 Jahre SDP, die einmalige Jubiläums-Showbox von SDP. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 20 Jahre SDP, die einmalige Jubiläumsshow von SDP. Das Ganze am 27. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 20-jährige Bandjubiläum von SDP und das wurde entsprechend gefeiert. Mit dieser Box hier kriegt man einen Einblick, wie das Ganze gefeiert wurde. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen. Und dann schauen wir uns das mal an. So, einmal abmachen. Wir haben hier eine klassische Standardbox, also eine reguläre Clubbox. Hier lesen wir einmal den Titel des Albums. 20 Jahre SDP, die einmalige Jubiläumsshow, live aus Berlin. Dann haben wir hier die beiden Herrschaften, links Vincent und rechts Dark. Die beiden inspizieren hier scheinbar gerade den Ort des Geschehens. Die Berliner Wuhlheide, so sieht das Ganze aus, wenn es leer ist bei Tageslicht. Hier hinten sieht man auch noch den Alex. Und dann haben wir hier noch einen FSK 12 Sticker, der uns darauf hinweist, dass wir hier auch eine DVD bzw. eine Blu-ray vorfinden. So, ich bin kein großer Fan davon, deswegen werde ich diesen Sticker hier mal abmachen. Aber gut gelöst, dass man das hier mit einem Sticker gemacht hat und nicht aufgedruckt hat. So, jetzt sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Was haben wir hier auf der Seite? 20 Jahre SDP. Dann haben wir scheinbar Rezensionen, also Feedback. Wer hat sich hier gemeldet? Unfassbar schlecht, einfach nur krasser Müll, absolut nicht sehenswert, keine Kaufempfehlung. Wurmlords Mutter. Ja, ich glaube, Wurmlord kenne ich... Von welchem Album war das? Zurück in die Zukunft. Ich bilde mir ein, dort kam der vor. Dann haben wir hier noch von führenden Dermatologen getestet und empfohlen. 5 Sterne. Prädikat pädagogisch wertlos. 0 Sterne. Und dann haben wir hier noch einmal 10 von 10 Sternen. Endgeil. Übelst granatenmäßiger Ultra-Shit. 10 von 5 Sternen. Das Rolling Stone Magazin. Und 5 Sterne, besser als Star Wars und Herr der Ringe zusammen, Harry Potter. Also, Harry Potter höchstpersönlich hat das hier rezensiert, wunderbar. Wir haben hier dann noch die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze natürlich erschienen über Berliner Plattenbau, Chapter 1 hat den Vertrieb gemacht. Und hier unten haben wir dann sogar noch den Boxinhalt aufgelistet. Jetzt schauen wir mal, ob der... Nein, hier ist er nicht drauf, okay. Live Blu-ray, 3 Live-CDs, schwarzes Concert and Festival Bandana, A1 Wendeposter in nicer Optik, Sticker-Set, MVP-Pass mit Schlüsselband, Viva la Dealer-Geldschein, Chance auf ein Meet and Greet, Gewinnspiel. Okay. Ja, also da ist echt einiges mit dabei. Und von der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also hier nochmal das Konzert in seiner vollen Pracht. Ja, da war echt einiges los. Also die Wuhlheide ausverkauft, da passen 18.000 Leute rein. Und dann hier noch ein wunderbares Feuerwerk. Da war echt einiges los. Das Konzert war im August 2019, wenn ich richtig informiert bin. Am 10. August 2019. So, wir haben hier einmal das Bandana. Dann haben wir das Album, das Live-Album. Dann haben wir den MVP-Pass inklusive Schlüsselband, die Blu-ray zum Konzert und natürlich das Poster und 1, 2, 3 Sticker sowie Geldscheine, 1, 2, 3 Viva la Dealer Geldscheine. Okay, so sieht die Box von innen aus, einfach in weiß. Die Optik zieht sich hier auch noch auf den Seiten weiter, also die Teilarbeit ist hier auf jeden Fall am Start. Dann packen wir die Box mal zur Seite und starten mit dem Inhalt. Einmal, zweimal, dreimal ist noch in Folie. So.
So, der Rest zur Seite und dann befreien wir auch diese Sachen mal. Was haben wir hier? Bandana. Da gibt es, ja genau, da gibt es hier eine Öffnung. So, einmal. Dann haben wir die Blu-ray. Und natürlich auch noch das Album. So. Wo habe ich jetzt aufgeschnitten? Hier unten. Also, Blu-ray und Album. Live-Album. So, und jetzt kann es nach dem ganzen Ausgepacke endlich losgehen. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. In einem Digipack kommt das Ganze. Das Cover ist ident mit dem von der Box. So sieht das auf der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Die ist unfassbar lang. Wir haben hier tatsächlich 3 CDs und wir haben hier insgesamt 36 Tracks. 13 auf CD1, 11 auf CD2 und 12 auf CD3. 36 Tracks gesamt. Das ist eine ordentliche Anzahl. Wir haben Features mit dabei von den 257ers, von Bela B, Capital Bra, Mad Max, Pulse, Blockmonster, Sido, Adel Tawil, Weekend und Teasy. Ja, auch eine Menge Features, aber ja, bei 36 Tracks ist das irgendwie klar. Dann haben wir noch die Beteiligten und dann schauen wir mal hinein. Übrigens, diese CD, dieses Digipack, gibt es regulär so nicht zu kaufen. Wir haben hier nämlich auch keinen Barcode drauf. Das Ganze, sowohl das Digipack hier, das Live-Album, als auch diese Blu-ray hier, gibt es wirklich nur in Verbindung mit dieser Box, also als Boxinhalt. Ansonsten gibt es das Album nur noch digital runterzuladen bzw. zu kaufen, aber das Ganze physisch wirklich nur in der Box erhältlich. So, dann schauen wir mal rein. Hier wieder die Fotos vom Live-Spektakel. Und dann haben wir hier zwar kein Booklet, aber wir haben hier 3 CDs. CD Nummer 1, hoppala. So, CD Nummer 1. Machen wir ihn nochmal kurz zur Seite, damit wir dann das Bild hier im Gesamten sehen können. CD Nummer 2. Die sind alle ident gestaltet, nur eben die Nummerierung, die ändert sich natürlich. Und CD Nummer 3. So, wenn man alle 3 entfernt hat, kommt dann dieses wunderbare Panorama, diese 3 Bilder hier zum Vorschein. Dann machen wir die CDs mal wieder rein und kommen zum nächsten Boxinhalt. 1, 2, 3 CDs. Das Ganze ist natürlich nicht nur Audio, als Audioinhalt mit dabei auf den CDs, sondern auch als Video bzw. per Blu-ray festgehalten worden. 20 Jahre SDP, die einmalige Jubiläumsshow live aus Berlin. Hier haben wir wieder den 12er, allerdings ist er hier tatsächlich aufgedruckt. Also hier kann man ihn leider nicht ablösen. Das Case, es ist so ein klassisches Blu-ray Case, ihr kennt das. Sehr schön gemacht. Oh, hier haben wir das vermisste Booklet. Es gibt es also doch. Schauen wir mal rein. 20 Jahre wir, also so eine Einleitung, so eine Widmung quasi. Dann haben wir hier diverse Fotos. Ja, und da haben wir jetzt wahrscheinlich jede Menge Fotos von dem ganzen Auftritt. Dann hier die ganzen Beteiligten, sowohl hinter den Kulissen als auch natürlich die Feature-Partner. Was spannend ist, dass hier zum Beispiel auch Leute sind, die gar nicht als Features mit drauf waren. Wir haben hier unter anderem Samra, der ja gar nicht performt hat, also gar nicht keinen Feature-Part hatte. Ja, sind auf jeden Fall einige bekannte Gesichter mit dabei. Unsere Gäste, Fotos, Fotos, danke für alles, mehr Fotos, ja, das ist mal eine mächtige Kulisse. So sieht das aus.
sehr wenig Text, aber dafür umso mehr Bilder und Fotos. Wunderbar. Zum Abschluss gibt es ja noch die ganzen Beteiligten, die hier aufgezählt wurden, die Credits quasi zu der Produktion dieser Blu-ray. Und hier im Innenteil haben wir dann auch nochmal die gesamte Tracklist, was da alles so gespielt wurde. Okay. So, so sieht dann die Blu-ray aus. Wenn man sie rausbekommt. Und hier nochmal ein Foto von Vincent und Doug. Das war's zur Blu-ray. Dann kommen wir zum Bandana. Das ist in Schwarz und Weiß und hat so ein, ja, so ein SDP-Muster, würde ich sagen. Also wir haben hier zahlreiche Grafiken und Illustrationen, die wir aus dem SDP-Universum kennen. Unter anderem hier diese Raumschiff-E-Gitarre oder hier die beiden Herrschaften. Sieht fast so aus wie das Bild, wo sie eben in der Wuhlheide da auf der Bühne stehen, vor den leeren Rängen. Ja, komplett in Schwarz und Weiß gehalten das Ganze. Und in der Mitte lesen wir dann auch noch hier, ja, wahrscheinlich SDP, auch wenn hier scheinbar 4 Buchstaben sind. Ansonsten von unten weiß, aber ein gelungenes Muster. So, dann packen wir das Bandana mal zur Seite. Ist leider kein Infozettel dabei, was für Material das ist oder wo das hergestellt wurde. Dann haben wir ein Schlüsselband mit einem Pass. Das Schlüsselband in Schwarz und Weiß. Hier lesen wir wieder XX, also römisch 20, 20 Jahre SDP. So sieht das aus. Mit einem Metallanhänger hier in Schwarz, mit so einem Karabiner. Und dann lesen wir hier wieder 10.08.2019. Ja, bin ich sogar richtig gelegen mit dem Datum. Wuhlheide MVP. Du bist unser MVP. Nicht einfach ein dahergelaufener VIP, wie es Hunderttausende gibt, sondern unser Most Valuable Player, der wichtigste Spieler auf dem Platz. Dieser Pass soll dich daran erinnern, dass es die große Jubiläumsshow und auch SDP, so wie wir heute sind, ohne dich gar nicht gegeben hätte. Danke. Ja, schöne Widmung. Dann kann man das Ganze hier natürlich mit diesem Haken hier einhängen und dann tragen, je nachdem, entweder privat oder beim nächsten SDP-Konzert. Es gab auch in Verbindung mit diesen Pässen, glaube ich, ein Gewinnspiel. Und zwar gab es in 15 der Boxen ein Meet and Greet, also einen Pass, einen Meet and Greet Pass. Da konnte man dann bei einem der zukünftigen Tourstops von SDP ein Meet and Greet machen. Ja, kann ich euch an dieser Stelle nicht zeigen, weil scheinbar ich keines erwischt habe. So, wir kommen zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier Geld, tatsächlich Geldscheine. Die Viva La Dealer Geldscheine, Bunte Republik Deutschbank, hat hier Geld ausgegeben. So sehen die aus. Da gibt es ja den Track mit Kapi. Und zu diesem wurde dann auch jede Menge Geld verteilt. Also wenn SDP da live spielen, dann werden unter anderem diese Viva La Dealer Geldscheine ins Publikum geschossen. Und jetzt hat man auch als Boxkäufer die Möglichkeit, wenn man nicht live dabei war beim Konzert, solche Geldscheine zu besitzen. So, Sticker sind mit dabei. Einmal, zweimal quadratisch. Einmal hier, Viva La Dealer mit jede Menge Marihuana-Symbolen in den verschiedensten Formen, also Marihuana-Blättern. Dann Jurassic Dark, angelehnt an Jurassic Park. Und noch ein dritter Sticker, der 20 Jahre SDP-Sticker 1999 bis 2019. So sieht das aus. Also auch hier wieder jede Menge Grafiken und Bilder aus dem SDP-Universum in Schwarz und Weiß und im Hochformat dieser Sticker. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch mit dabei ein Poster. Und auf diesem Poster haben wir hier das Tourplakat. Also Parkbühne, Wuhlheide, Berlin, 10.08.2019 und das Ganze ausverkauft. So sieht das aus. Chimperator live präsentiert, 20 Jahre SDP, die einmalige Jubiläumsshow. Dann hier
das Bild, ihr kennt es. Und auf der Rückseite haben wir dann das Bild, was wir eben schon als Sticker gesehen haben, auch nochmal groß auf diesem Poster hier, A1, das 20 Jahre SDP-Motiv. Jawohl, also das Poster im Hochformat beidseitig bedruckt. Gut, wir packen das wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat und das Ganze ist A1. Drei Sticker, einmal im Hochformat und zweimal quadratisch. Das Bandana, das ist ebenfalls quadratisch. Dann haben wir hier das Schlüsselband, das Umhängeband inklusive des MVP Tourpasses. Das ganze Spektakel hier auf Blu-ray. Die drei Geldscheine hier, Viva La Dila Geldscheine, drei Stück an der Zahl. Und natürlich das Live-Album auf drei CDs verteilt in diesem Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box 20 Jahre SDP, die einmalige Jubiläumsshow von SDP. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr SDP unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.